Garrus. Und dann müssen wir auch mal zum Tank gehen, ha? Medizinisches Verfahren. Wollte ich nicht hin, warte mal. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Randa. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Und vermutlich hat er Sie wieder aufgespürt, richtig? Mein Vater hat es aufgegeben, mich zu verfolgen. Und er ist nicht dumm. Mit Cerberus würde er sich nie anlegen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was soll ich da machen? Ach, die aus. Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay. Commander Shepard, die Helden der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Good luck beim Kochen, würde ich sagen. So, Garrus. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Sind Sie sicher, dass die Zusammenarbeit mit Cerberus für Sie okay ist? Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten. Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben. Und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Ach Mensch, Schnicksel. Schnicksel. Shepard. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibri. Was ist das Klischee? Wir reden später, Garrus. Ich bin hier. Garrus und seine Kalibrierungen. Gott verdammt. Okay. Ja, wen haben wir noch? Wir haben den Tank.
noch, den wir uns gleich angucken werden. Würde ich sagen, dass wir das noch machen. Warte, eine Maschinendeck und eine kokanische Tank und Jack. Wir können nur mit Jack quatschen. Mit der Hardcore-Braut schlecht hin hier. Warte mal. Ich glaube, die ist unten. Jack! Verdammt, ich hänge. Jack! Jack! Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten eine Piratin werden und wie eine Königin leben. Ich könnte helfen. Wären Sie dann meine Bootsfrau? Ich würde das Enterkommando anführen und wäre für die Hinrichtung zuständig. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Ich muss jetzt gehen. Okay. Pirat. Yo-ho. Jetzt habe ich voll Lust wieder. Pirat zu spielen, verdammt Axt. Nein, mit dem wollen wir nicht reden. Aber doch, mit dem wollen wir reden, glaube ich. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren, wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Weitermachen. Jawohl, Commander. Auf Omega auch noch. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Denkt, die hole ich mal nebenbei irgendwann. Wo müssen wir jetzt hin? Warte mal, hier ist der Vorsprung. Hier ist Dütte. Hier ist Dütte. Entschuldigung, ich bin schon wieder, ich habe mich verlaufen. Was ist das da? Yeah. Müssen wir hin. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Subjekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Subjekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer.
mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lasse ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Na dann push the button, Alter, lass das Viech raus. Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinem. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn Sie ihn leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit ihm anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch sie würde er noch stärker. Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Guck mal, jetzt ist er voll klein. Guck mal, wie klein der jetzt ist. Na gut, er ist immer noch größer als ich, aber... Shepard? Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einlegen. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Das ist vorerst alles. Shepard? Ah, ich mag Grunt. Grunt. Okay, dann machen wir hier erstmal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tada!